Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die Welt. Heute ist der 9. November 2020. Genau, und der See liegt silbergrau vor uns und damit auch einen wunderbaren guten Morgen. Ja, der Silbersee wird seinem Namen heute gerecht. Wir haben viele Meldungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, denn nachdem die Wahl letzte Woche stattgefunden hat, Joe Biden schon von den Medien als Sieger, als Wahlsieger verkündet wurde, viele Medien, also die meisten Durchschnittsmedien oder Unterdurchschnittsmedien ihn auch als Wahlsieger verkündet haben, haben auch einige Staatsregierenden sich schon gemeldet und gratuliert. Wladimir Putin aus Russland allerdings hat noch nicht gratuliert, der möchte noch abwarten, bis die tatsächlichen Umstände geklärt werden, denn US-Präsident Trump geht gegen dieses Wahlergebnis vor. Er spricht von Betrug, er spricht von Einmischung und er ist es nicht alleine, der diese Behauptungen aufstellt, für die er übrigens schwer abgewatscht wird in den Durchschnittsmedien. Es wird ihm Verschwörung und Verrücktheit unterstellt. Er sei psychopathisch und er könnte das alles nicht akzeptieren. Dabei ist es aber gar nicht das erste Mal in der Geschichte Amerikas, dass Wahlen nicht wiederholt werden, aber dass die Auszählungen wiederholt werden. Das gab es einmal bei Kennedy und das gab es vor 20 Jahren, als Al Gore als Sieger hervorgegangen war und der Republikaner George Bush das Wahlergebnis nicht anerkannt hat, weil eben da auch Unebenheiten, Ungereimtheiten beim Auszählen stattgefunden haben. Andreas, wir haben das übers Wochenende beobachtet. Eine Meldung jagte die andere und wir werden hier durch die wichtigsten gleich durchgehen. Aber es ist tatsächlich eine Situation, wie wir sie uns fast schon gedacht haben. Und es mutet tatsächlich an wie ein Kampf Licht gegen Dunkel beziehungsweise umgekehrt. Ja, was am traurigsten bei der Geschichte ist, ist eigentlich, dass die Menschen so pauschal hinter diesen Überschriften der großen Zeitungen herrennen. Es ist natürlich ganz klar, dass Donald Trump sich jetzt mit der Presse versaut hat. Der hat natürlich ganz klar gesagt, er spielt diese Propagandaspiele nicht mehr mit, hat sich davon distanziert. Ich denke, viele Redakteure hatten in den letzten 4 Jahren schwere Zeiten und sind wahrscheinlich auch eingenordet worden. Wenn der Trump nochmal kommt, dann müssen wir nämlich noch mehr Leute entlassen, als wir es schon getan haben. Und aus diesem Grunde sind auch offenbar einige Reporter sogar in Tränen ausgebrochen, als sie gehört haben, dass Donald Trump abgewählt wurde. Aber zurück zu den Fakten. Gerade ist dort der Markus Gärtner, der den Professor Max Otte interviewt hat, der in New York lebt, unter anderem, ist auch US-Amerikaner, so wie ich das verstanden habe, und der hat ja wirklich da auch beeindruckende Erlebnisse und Dinge zusammengestellt in Sachen Wahl und Wahlfälschung, die nicht mehr feierlich sind. Aber auch das Demokratieverständnis der westlichen Welt ist ja sowieso schon ziemlich klar geworden, in den letzten Jahrzehnten auch. Ich denke da an den Vertrag von Lissabon, der ja vorher Europäische Verfassung hieß, und dann haben die Irländer eben nicht so gewählt, wie sich Frau Merkel das vorgestellt hatte, trotz einer großen Propaganda. Und als die Irländer sich gegen die europäische Verfassung ausgesprochen hatten, stellte sich Frau Merkel dann und die Bundeskanzlerin ins Fernsehen und sagte, dann müssen die eben nochmal wählen. Und dann hat man das Ding umbenannt, Vertrag von Lissabon, ein paar Komma und ein paar Sätze ein bisschen verändert, es war aber im Prinzip derselbe Text. Und dann hat man eben mit einer noch größeren Propaganda das Volk umgedreht. Und letztes Jahr in Thüringen die Geschichte mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen von der FDP, wo dann gleich geklärt wurde, das muss rückgängig gemacht werden. Also das Demokratieverständnis in der westlichen Wertegemeinschaft, das hat schon Kapriolen geschlagen und spricht eine deutliche Sprache. Und die Menschen machen einfach großflächig mit, weil sie offenbar nicht mehr selbst denken. Außer natürlich unsere Zuhörer. Ja, und du hast vollkommen recht. Das ist es eigentlich, was einen am bestürzendsten macht. Wenn man jetzt hört, Leute, die vielleicht auch politisch gar nicht so interessiert sind, aber die sagen, ja, meine Güte, der soll halt jetzt in Ehren zurücktreten, in Würde, der Herr Trump, und soll aufhören mit diesen Verschwörungstheorien. Dass dies keine Verschwörungstheorien sind, das offenbaren die nächsten Meldungen. Also die New York Post, das ist ungefähr die einzige
Mainstream-Zeitung, die sich traut, doch immer auch andere Seiten zu beleuchten, die hat es als erstes gemeldet. Georgia, der Bundesstaat Amerikas, zählt jetzt die Stimmen neu aus. Der Abgeordnete Collins sagte in einer Erklärung, die Republikaner stehen zu dem Ideal, dass jeder wahlberechtigte Wähler legal wählen und ausgezählt werden sollte. Und er sagt, wir sind zuversichtlich, dass wir bei der kommenden Neuauszählung Beweise für unsachgemäß geerntete, also abgelieferte Stimmzettel und andere Unregelmäßigkeiten finden werden, die beweisen werden, dass Präsident Trump auf seinem Weg zur Wiederwahl als Präsident Georgia fair gewonnen hat. Ja, und die New York Post hat heute geschrieben, wenn es bei der Wahl 2020 Betrug gibt, dann müssen wir ihn aufdecken. So lautet die Überschrift. Und da wird aufgeführt, dass es viele Beweise für einen Wahlbetrug gegeben habe als je zuvor. Und dass zum Beispiel vorgeworfen wurde, Präsident Trump Absprachen mit Russland gehabt zu haben, aber dass Amerika eine rechtliche Prüfung der Wahlunregelmäßigkeiten hier jetzt schuldig ist, sich aber dagegen wehrt. Und es wird aufgeführt, 5 Swing-Staaten liegen innerhalb von 1%, also alle mit Biden an der Spitze, aber es ist nur hauchdünn. Georgia, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada. In Nevada lag Biden nur ganz hauchdünn vorn. Und es das heißt, es ist nicht abwegig, die Möglichkeit wirklich in Betracht zu ziehen, dass hier einiges fehlerhaft gelaufen ist und dass auf jeden Fall eine Prüfung stattfinden muss. Und das heißt hier, Wahlbetrug ist in Amerika nicht unbekannt. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Jahr 1960, als der Bürgermeister von Chicago, Richard Daley, angeblich den Wahlzettel für John F. Kennedy manipuliert hatte, also die Wahlzettel. Es wurden auch tote Wähler gefunden, die gewählt haben sollten. Und es wurde im Zuge dann eine Anklage erhoben gegen 677 Wahlhelfer. Und die New York Post schreibt, selbst die New York Times hätte einmal in langer Zeit die Wahrheit berichtet, nämlich, dass die Briefwahl ja am betrugsanfälligsten sei und dass natürlich viele per Briefwahl gewählt haben, dass das der Mikrobe geschuldet war, Andreas. Also es läuft auch das Gerücht inzwischen, das ist aber wirklich nur ein Gerücht, dass es die Mikrobe überhaupt nur gibt, dass China die im Zusammenarbeit mit dem Deep State in Amerika initiiert haben könnte, damit viele Briefwähler von zu Hause aus wählen, weil sie Angst haben vor Infektionen und damit eben auch in größerem Stil Wahlbetrug hätte stattfinden können. Also das ist wirklich eine Verschwörungstheorie. Naja, man kommt da natürlich irgendwann drauf, in Anbetracht der dermaßen offensichtlichen Strukturen, die momentan in diesem Betrugsvorwurf stecken. Wenn wir wissen, dass die Demokraten übrigens ganz am Ende zu diesem Wahlkampf nochmal Milliardenbeträge offenbar eingesetzt hatten, um beispielsweise diesen Wahlkampf von Joe Biden zu finanzieren, und man fragt sich eigentlich immer wieder, wo kommt das Geld eigentlich her? Früher war es mal so, dass die Demokraten eigentlich so die Arbeiterschaft vertreten haben, während die Republikaner sich mehr für die Unternehmen eingesetzt hatten. Zumindest sind das so die Gedankenstrukturen, die ich dazu habe. Und wenn man sich jetzt wundert, wo plötzlich diese gigantischen Milliardenbeträge herkommen, die jetzt für Joe Biden zur Verfügung gestellt wurden für den Wahlkampf, dann muss natürlich auch mal die Frage gestellt werden, könnte es sein, dass hier mit einer falschen Flagge gearbeitet wird? Das bietet sich ja nahezu an. Und es geht ja hier nicht nur darum, dass es irgendwelche Wahldifferenzen gibt, die überall tatsächlich auftreten kann. Niemand kann garantieren, selbst wenn man es wollte, dass eine wirklich 100% exakte Wahl stattlaufen kann. Aber hier sind es ja eben halt solche unglaublichen Verwerfungen, die man hier erkennt, die mehr als deutlich sind. Und wenn man dann auch noch
feststellt, dass man schon bereits vor einem halben Jahr schon erahnte offenbar, dass diese Probleme jetzt auftauchen würden. Und man hatte dann schon im Vorfeld gesagt, na, wenn der Trump abgewählt wird, dann wird er wahrscheinlich sich gar nicht aus dem Weißen Haus herausbringen lassen. Da geht es dann darum, dass man ihn eventuell sogar mit der Nationalgarde rausbringen muss, weil er sich weigert, dann verloren zu haben. Er wurde ja schon im Vorfeld stilisiert als schlechter Verlierer, obwohl noch alles offen war. Und wenn man dann gesehen hat, wie die Wahlkämpfe gelaufen sind, ganz speziell auch das letzte Gespräch vor der Kamera zwischen Joe Biden und Donald Trump, wo Joe Biden diesen Fauxpas sich erlaubt hat, zu sagen nach dem Motto, wir werden die gesamte Ölindustrie einstampfen und damit eine gigantische Wählerschaft quasi nachweislich zerstört hat. Und dann plötzlich genau eine solche Veränderung kommt, weil eventuell andere Kräfte bereits eine Wahl schon entschieden haben und irgendwie das Volk dabei gar keine Rolle spielt, dann sind doch diese Gedankengänge tatsächlich auch logisch, dass man sagt, sag mal, kann es sein, dass man das Coronavirus einfach nur erfunden hat, um eben halt diesen querulanten Donald Trump wegzubringen, der den Deep State gefährdet und sich plötzlich wieder für die Menschen einsetzt. Diese Gedanken halte ich für nachvollziehbar. Natürlich ist es eine Verschwörungstheorie, aber sind wir hier nicht permanent von Verschwörungstheorien betroffen? Ja, vor allem viele bewahrheiten sich ja im Anschluss. Manche schnell, manche brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich dann als tatsächliche Vorgehensweise entlarven. Und die New York Post schreibt über das Geschrei der Mainstream-Medien, dass eine ehrliche Presse den Vorwürfen nachgehen würde, anstatt sie als grundlos, falsch und als Verschwörungstheorien eben abzutun. Aber Andreas, es ist ja damals sowohl bei Bush und Al Gore als auch bei Kennedy, gab es ja dann die Untersuchungen. Also die bei Bush haben zum Beispiel 37 Tage gedauert, bis dann der andere als Wahlsieger erklärt wurde, nämlich George Bush. Und George W. Bush war das dann, ne? Ganz genau, ja, muss ich gerade mal kurz innehalten. Und es ist ja in der Tat so, damals gab es zwar auch heftige Diskussionen, aber dass die Medien sich unisono derartig verhalten hätten, das war damals nicht in dem Maße erkennbar, nämlich, dass sie Partei ergreifen, nur für eine Seite und die andere, egal was sie sagt, abtut als irre, als verwirrt, als Verschwörung, als gefährlich. Trump wurde ja jetzt von mehreren sogenannten Experten als Psychopath eingeordnet. Auch übrigens leider von der deutschen Presse. Also es ist unfassbar, was dort passiert. Und das Anwaltsteam der Trump-Kampagne, das leitet übrigens der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani. Und die behaupten, dass allein in Pennsylvania 600.000 Stimmzettel in Frage gestellt werden, weil sie ausgezählt wurden, ohne dass es, wie das Landesrecht es vorschreibt, irgendwelche Wahlbeobachter beobachtet hätten, um sicherzustellen, dass alles legitim läuft. Und Giuliani sagt, in Philadelphia und Pittsburgh seien 50 bis 60 Wahlbeobachter gewesen, die jetzt alle bezeugen werden, dass ihnen einheitlich das Recht auf Einsicht in jeden einzelnen Teil der Postwahlzettel entzogen wurden. Nicht ein einziger wurde inspiziert, wie es das Gesetz verlangt. Und selbst als ein Gerichtsbeschluss erwirkt wurde, der es den republikanischen Inspektoren erlauben sollte, einen Meter näher heranzukommen, schoben sie die Personen, die die Stimmzettel zählten, einen Meter weiter weg. Also mit so vordergründig erkennbaren Methoden wird gearbeitet. Naja, das entspricht natürlich genau dem, was ich da gerade sagte. Die großen Strukturen der Macht sind gefährdet und mittlerweile sagt man einfach, okay, das Volk ist dermaßen manipuliert, die glauben mittlerweile sowieso alles, was in der Presse steht und wir müssen jetzt irgendwie durchziehen und zwar ganz offensichtlich. Sehen wir uns die Machtpyramide mal an. Wir haben also ganz oben eine Struktur der absoluten Macht, die man vielleicht gar nicht benennt
benennen kann, aber erkennen kann. Und die Macht resultiert aus Geld. Geld regiert die Welt. Die Frage ist, wer regiert das Geld? Wenn wir sehen, dass solche Umverteilungsmechanismen nochmal mit einem Turbo versehen werden, zum Beispiel durch eine solche Mikrobe, die jetzt in den Markt plötzlich reingeworfen wird, wie viele Milliardäre dadurch noch größer und noch stärker werden, dann wird es klar. Unter diesen Machtstrukturen, die dann wiederum zusammenarbeiten mit dogmatischen Strukturen und Systemen wie der Kommunistischen Partei Chinas. Und dort unter gibt es die eigentliche Armee. Und die Armee dieser Macht ist ja nicht die Armee draußen, die dort mit Waffen hantiert, sondern das ist die Presselandschaft. Die Medien haben natürlich auch die Aufgabe, als Sprachrohr letztendlich die Macht zu vertreten. Das ist meine Sichtweise. Und unter dieser Machtstruktur, nämlich den eigentlichen Machtstrukturen und den Medien, ist eine Grenze. Und unterhalb der Grenze, dann kommen erst die Regierungen in den letzten Jahrzehnten. Das sind dann eben halt die Governments, also die Regierungen, die Staatsführer, die Präsidenten, Bundeskanzler und so weiter und so fort. Und dann die entsprechenden Minister, und die werden dann ganz gut gepampert. Und die haben natürlich auch ihre eigenen Ressourcen bei den Medien zu erbetteln. Wenn die sich nicht im Prinzip medienkonform verhalten, dann bekommen sie ein Problem. Und dieses Problem funktionierte immer gut. Unter den Politikern kommen dann die Untertanen, oder wir nennen es auch die Bürger oder das Volk. Aber die Grenze zwischen den Medien und den Politikern. Das ist eine ganz sensibel und entscheidende Grenze. Trump hat etwas gebrochen. Er hat gesagt, ich biedere mich nicht mehr an. Ich kümmere mich jetzt um die Untertanen. Ich grenze quasi diese alten machtdogmatischen Strukturen an dieser Stelle ab und biedere mich nicht mehr an. Und viele Menschen haben ihm gefolgt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem gegenüber früher. Früher war es so, dass den Medien und den Strukturen darüber des Machtsystems egal war, wer Präsident war. Man muss sich das vorstellen, wenn man so viel Geld hat, dann kann man irgendwann zu einem Pferderennen gehen und man sagt, okay, ich setze auf jedes Pferd. Ich wette auf jedes Pferd, was läuft. Dann habe ich automatisch immer den Gewinner dabei. Ich bin immer dabei. Und plötzlich sagt einfach ein Donald Trump, ich bin gar nicht mehr dabei. Und er ist an diesem Rennen nicht mehr dabei. Er nimmt gar nicht mehr teil. Und jetzt können die Machtstrukturen oben auf ihn gar nicht mehr setzen, weil er macht sein eigenes Rennen. Und jetzt wird das Ganze natürlich komisch. Und jetzt stehen sie unter Druck. Und da fragt man sich wirklich, mit welchen Methoden noch gearbeitet wird, um das alte System irgendwie wiederherzustellen. Und Al Gore und bei George W. Bush, da war wahrscheinlich auch schon entschieden, dass George W. Bush Präsident werden sollte. Und deshalb mussten die nochmal nachwählen, so lange, bis das dann wurde. Aber unterm Strich gesehen wäre Al Gore auch kein großer Schaden gewesen. Denn auch der war mit den Medien wieder, ist im Prinzip systemkonform. Aber hier geht es um eine grundsätzliche Entscheidung und Neubewertung der gesamten wirtschaftlichen und politischen Strukturen. Ja, noch ein paar Fakten mal, die hier tagesaktuell erörtert werden. Wir kommen gleich mal zu Sidney Powell, eine Anwältin des Trump-Teams, die gestern in einem Fox-Interview behauptet hatte, es seien 450.000 Stimmzettel gefunden worden, bei denen ausschließlich für Biden gestimmt wurde und keine Vorauswahlen stattgefunden haben, was sie als verdächtig empfunden hatte. Und dazu kommen wir gleich nochmal, ich muss vorher noch einen Schlenker machen, sie behauptete nämlich auch in dem Interview mit Fox News, dass zwei Softwareprogramme namens Hammer und Scorecard verwendet wurden, um in einigen Wahlzetteln vor der Wahl die Stimmen von Trump zu Biden umzudrehen. Und wem diese Firmen gehören, da kommen wir gleich zu. Vorher noch ganz schnell, Senator Lindsey Graham, also Vorsitzender des Justizausschusses des Senats, sagte in einer Erklärung, dass er allen glaubwürdigen Anschuldigungen von Unregelmäßigkeiten und Fehlverhaltens bei der Stimmabgabe nachgehen werde, nachdem er eine eidesstattliche Erklärung des Postbeamten Richard Hopkins aus Pennsylvania erhalten habe, in der er behauptete, also dieser, der Erie Postmeister Robert Weisenbach habe den Arbeitern gesagt, er würde die Stempel auf den Stimmzetteln zurückdatieren, um es so aussehen zu lassen, als seien die Zettel am 3. November 2020 abgeholt worden, obwohl tatsächlich es der 4. November oder sogar später gewesen sei, an dem sie abgeholt wurden. Und Graham behauptete gestern auch, dass das Trump-Team in Pennsylvania über 100 Personen gefunden habe, von denen sie wissen, dass sie tot sind.
Aber 15 Personen, von denen wörtlich wir bestätigt haben, dass sie tot waren, die haben gewählt. 6 Personen, die tot waren, hatten sich registriert, nachdem sie gestorben waren und gewählt hatten. Also sehr undurchsichtige Vorgänge. Und die New York Post schreibt zum Beispiel, warum die ungebührliche Eile, mit der Biden jetzt den Sieg erklärte, wie er es am Samstagabend bei einem seiner seltsamen Auftritte auf dem Parkplatz tat. Sein Sohn Hunter Biden, gegen den derzeit vom FBI ermittelt wird, stand voll bekleidet und ohne Crackpfeife auf der Bühne, was sehr schön war. Ja, hier wird also ganz deutlich die Demokratie entlarvt, weil wir dürfen nicht vergessen, als die amerikanische Verfassung und die vorherige Unabhängigkeitserklärung entworfen wurde, dass man ja explizit die Demokratie verboten hat. Man wollte nicht, dass demokratische Strukturen eintreten in USA, weil man weiß, dass eben halt Demokratien immer in Tyranneien ausarten. Das hat übrigens auch Sokrates schon gesagt und Platon hat es verfasst. Das heißt noch einmal, es handelt sich um totalitäre Strukturen. Das wurde damals von den demokratischen Urdenkern Sokrates und Platon eben halt damals schon festgestellt. Und aus diesem Grunde hat man gesagt, in USA dürfte keine Demokratie stattfinden. Deshalb hat man es ja auch Republik genannt, von Respublica. Und Respublica heißt ja das Volk. Während Res Privata, das sind eben halt wenige, die steuern. Und Res Privata und Res Publica, diese beiden Begrifflichkeiten werden mit demokratischen Strukturen im Rahmen der Republik in Verbindung gebracht. Und dieses Ganze ist schon, wie man schon hört, relativ komplex und auch nicht leicht zu verstehen. Und das sind natürlich ideale Nährböden, um dafür eben, ich sage mal, neue feudalistische Systeme aufzubauen. Und mittlerweile kann man sagen, dass die Demokratie als falsche Flagge an sich schon entlarvt sein könnte. Ja, das ist eine grundsätzliche Frage, die gilt ja auch für Deutschland. Und das ist immer wieder interessant, diese Zusammenhänge von einer völlig anderen Warte mal aus zu betrachten, als es offiziell dargestellt wird. Aber nochmal zurück nach Amerika. Wir sind damit noch nicht durch. Die New York Post schreibt, bemerkenswerterweise gibt es jetzt 3 von 9 Richtern am obersten Gerichtshof, die während der umstrittenen Hanging Chads-Wahl im Jahr 2000, die wir gerade besprochen hatten, zum Bush-Rechtsteam gehörten. Es handelt sich um die kürzlich bestätigte Amy Coney Barrett, dann den, wie es hier heißt, schändlich verleumdeten Brett Kavanaugh und den obersten Richter John Roberts. Darüber hinaus gehörten die Richter Clarence Thomas und Stephen Breyer zu dem Gericht, das den Fall vor fast 20 Jahren entschied, jedoch auf entgegengesetzten Seiten. Und die New York Post schlussfolgert, das Gericht verfügt also über ein großes kollektives Gedächtnis, um über jeden Fall zu entscheiden, der ihnen vorgelegt werden könnte. Ja, und eine Richterin, die heißt Sidney Powell. Ich habe sie gerade schon erwähnt, eine Anwältin. Sie war 10 Jahre lang im Justizministerium tätig und zwar in 3 Bundesbezirken unter 9 US-Staatsanwälten beider politischer Parteien. Sie war leitende Anwältin in mehr als 500 Bundesberufungsverfahren und sie ist wirklich eine renommierte Anwältin in Amerika und die war gestern Abend bei Maria Bartiromo in Fox News und hat ein Interview gegeben und hat da Folgendes gesagt über die Unregelmäßigkeiten. Die Computerfehler hätten überhaupt nicht passieren dürfen oder sollen. Dort fand der Betrug statt, wo man im Computersystem Stimmen umdrehte oder Stimmen hinzufügte, die nicht existierten. Sidney Powell sagt, wir brauchen eine Prüfung aller Computersysteme, die bei diesem Betrug irgendeine Rolle gespielt haben. Und sie sagt, Joe Biden hatte recht. Er sagte, er habe die größte Organisation für Wahlbetrug überhaupt und er bräuchte die Stimmen der Menschen jetzt nicht mehr. Er würde die Leute später brauchen. Sie hatten das alles geplant. Sie hatten die Algorithmen. Sie hatten die Stimmzettel, die darauf warteten, bei Bedarf eingesetzt zu werden.
Und vor allem die Trump-Stimmen in den blauen Bundesstaaten gingen enorm in die Höhe. Das heißt, sie mussten die Stimmauszählung stoppen und einschreiten und die Stimmen für Biden ersetzen und Trump-Stimmen wegnehmen. Das ist natürlich ein harter Vorwurf einer Top-Anwältin. Ja, damit wird natürlich eines deutlich, natürlich, mit welchen Methoden gearbeitet wird. Und wir kennen ähnliche Methoden, das muss man mal ganz offen sagen. Bloß jetzt wird das auch in den sogenannten renommierten demokratischen Staaten deutlich. Wenn wir dran denken an Südamerika, ich will mal kurz auf Venezuela eingehen. Also da waren auch ja bei dieser venezuelanischen Grundhaltung des, wie hieß er damals nochmal, der verstorben ist, der Präsident von Venezuela? Chavez. Chavez, ja. Der sich nämlich eingesetzt hatte für sein Volk. Übrigens ähnlich wie der damalige Gaddafi von Libyen. Und Chavez hatte sich auch eingesetzt für sein Volk und hat gesagt, wir wollen zum Beispiel die Ölreserven, die wir haben, eben nicht privatisieren, sondern sie wollen sie auch, dass das Volk etwas davon hat. Übrigens eine ganz interessante Formulierung mal. Und dann musste Chavez, oder Chavez ging dann irgendwann aufgrund seiner Krankheit, irgendwann ist er dann gestorben, so hieß es. Und dann ging es natürlich darum, wie geht's weiter? Und dann plötzlich kam dann irgendeiner, den man dann haben wollte, und man weiß, welche Unregelmäßigkeiten dort war. Diese sogenannte Farbenrevolution, die dort in ihren Strukturen wieder erkennbar war, die ja immer wieder so als Modell auch immer wieder erkennbar wird. Das sind ja bestimmte Muster, die sich da wiederholen. Und in dem Moment, als auch nur die Chance bestand, dass der durch irgendeine, der gewollte Präsident von der westlichen Wertegemeinschaft eine Chance hatte, so nach dem Motto, okay, jetzt ist es soweit, dann kam sofort die Gratulation, Glückwunsch zu deiner Präsidentschaft. Und das war genauso bei Biden. Das heißt, diese gesamten Korruptionsvorwürfe, diese gesamten Manipulationsvorwürfe, das sind ja Verbrechen letztendlich an der Demokratie, die im Raum standen, die wurden völlig weggebügelt und man hat sofort Biden gratuliert und alle haben sich schon gefreut auf die große und tolle Zusammenarbeit. Und unser Außenminister Maas hat dann auch noch nebenbei nochmal erzählt, dass das sowieso immer schwierig war mit dem Donald Trump. Ja, das glaube ich, dass das für ihn schwierig war, wenn man vielleicht auch andere Interessen vertritt. Und hier wird es eben deutlich, dass hier selbst die Muster mit den sogenannten Drittländern schon vergleichbar werden mit den Industrie-Top-Staaten. Ja, und jetzt kommen Aussagen von Sidney Powell, von dieser Top-Anwältin. Ich gehe wieder zurück, ne? Ja. Ich muss immer wieder zurückholen, Andreas, weil hier noch so vieles wartet. Ja, und Sidney Powell sagt, also die Moderatorin sagte, sie habe noch nie gesehen, dass Wahlmaschinen mitten in einer Wahl stehen bleiben, dass sie angehalten werden und danach eine Situation beurteilt wird. Und ja, und die Antwort kommt dann von Sidney Powell. Sie sagt, es gibt Berichte, dass Nancy Pelosis langjähriger Stabschef der Schlüsselmanager in dieser Firma ist, Richard Bloom, nämlich also der bedeutende Aktionär der Firma. Und sie wird gefragt, was sie über diese Interessenskonflikte weiß. Und Sidney Powell sagt Folgendes: Nun, offensichtlich haben sie aus eigenen Gründen darin investiert und benutzen es, um diesen Betrug zu begehen, um Stimmen zu stehlen. Das heißt, die Computersoftware ist in den Händen der Demokraten. Ich glaube, sie haben sogar andere Demokraten in ihrer eigenen Partei bestohlen, sagt Sidney Powell, die darüber ebenfalls empört sein sollten. Bernie Sanders hätte sehr wohl der Kandidat der Demokraten sein können, aber sie haben von wem auch immer gestohlen, von wem auch immer sie es hätten stehlen können. Und zu diesem Thema gibt es auf einer anderen Webseite Folgendes, da heißt es, die Software, das wird hier nochmal bestätigt, die Maschinen zum Auszählen der Stimmen verwenden, ist im Besitz und unter der Kontrolle von Paul Pelosi, Ehemann von Nancy Pelosi. Er sitzt nicht nur im Vorstand der Softwarefirma, er ist auch deren Mehrheitseigentümer. Diese sogenannten Glitches, die nur in eine Richtung glitschen, sind also keine Pannen, sondern ein Computerprogramm, das entworfen wurde, um all das zu tun, ohne dass es einer von uns weiß. Es macht es so schnell, dass wir es nicht einmal bei der eigentlichen Zählung feststellen können. Auf diese Weise konnten sie 10 Minuten nach Abschluss der Wahlen die Staaten ausrufen, also die Zahlen der Staaten. Der Algorithmus berechnete einen Biden-Sieg auf der Grundlage der Informationen, die sie in das System eingegeben hatten.
Also ich meine, wenn Sidney Powell über solche Informationen verfügt, dann ist es ja wahrscheinlich sicher, dass auch das Justizministerium diese Informationen schon vorliegen hat. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Es gibt ja den berühmten Spruch, und ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's gänzlich ungeniert. Und diese ganzen Dinge sind eben halt völlig offen. Ich bin ja der Generalist mit meiner Meinung immer. Und das sind ja nur Meinungen, die ich hier gebe, aus meiner ganz einfachen Sicht als normaler Mensch, und versuche die Dinge dann zu bewerten für mich. Und wir stellen fest, dass in diesem bisherigen System sowohl die Abgeordneten, die Politiker, die hohen Beamten, dazu gehört auch die Judikative, also die Justiz, warm und trocken an der Krippe gesessen hat. Und jetzt ist diese Wahl gewesen, und Joe Biden könnte ihnen helfen dabei, dass alles so gut bleibt, wie es war. Zwar nicht im Interesse der Bürger, aber in dem Interesse der sogenannten Haute Volaute, also der oberen Gruppierung, die eben halt in diesem System entsprechend drin steckt. So, und entscheidend ist dabei auch, dass wir jetzt erkennen, dass ein Donald Trump die ganze Geschichte natürlich hochgradig gefährdet hätte und die eventuell ihre Jobs und so weiter verloren haben. Und ich sage ganz ehrlich, irgendwann kommt der Punkt. Die wollen jetzt natürlich, dass die Wahl so ausgeht, denn davon hängen viele persönliche Existenzen ab, ob die was taugen oder nichts, aber darum geht es schon lange nicht mehr. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Joe Biden die entsprechenden Kontakte zur chinesischen Kommunistischen Partei bereits hat und diese Strukturen natürlich ganz deutlich sind. Und wenn wir wissen, dass China über Unmengen an Dollars verfügt und diese Unmengen an Dollars aus den Außenhandelsüberschüssen eingesetzt werden könnten, um USA zu übernehmen und zu kaufen, dann gibt es hier offenbar schon bereits gewisse neue Strukturen über Joe Biden und seine entsprechenden, ich sage mal, Hundertschaften, die dahinter stehen in den entsprechenden führenden Positionen, die vielleicht eine Übernahme der USA durch China in Erwägung ziehen und auch eben halt kontrolliert durchsetzen wollen. Und da wird es wieder einige Nutznießer geben, die noch dicker an der Krippe sitzen werden als vorher. Und das hat, da lag die Gefahr, dass jetzt Donald Trump diese Geschichte hätte auffliegen lassen. Donald Trump hat schon große Einflüsse in die Federal Reserve bekommen. Das ist den meisten übrigens entgangen im letzten Jahr, die ja voll privatisiert war, und der politische Einfluss durch das Finanzministerium in die Federal Reserve, in die sogenannte US-amerikanische Notenbank, die wurde im Prinzip durch Trump schon eingeführt. Er hätte das US-System, das Dollarsystem, durchaus so massiv verändern können, dass China nicht mehr die Möglichkeiten gehabt hätte, diese Übernahme der USA eben halt zu vollziehen. Und hier sehen wir, dass hier große Strukturen der komplexen Wirtschaftswelt und der Geldwelt, der gesamten Finanzstrukturen hier hintersteht und offenbar ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Und da sind doch diese Dinge der Manipulation, der offensichtlichen auch Betrügereien so unentscheidend mittlerweile für die Leute, dass sie sagen, es ist uns eigentlich egal. Das Interessante ist, das Volk kommt mir so vor wie die Reise nach Jerusalem. Die Musik spielt, aber dieses Spiel hier ist für das Volk so, dass wenn die Musik aufhört, gar keine Stühle da sind, nicht nur einer fehlt. Und das ist das, was viele Leute nicht verstanden haben. Ja, noch nicht. Es muss wohl noch härter kommen. Immer wieder, Andreas, ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Das Schlimmste ist tatsächlich diese Unbekümmertheit und Sorglosigkeit, mit der viele Menschen, viele Bürger, die natürlich bis oben hin sowieso schon dicht sind mit Mikrobenmaßnahmen und so weiter, wie sie diese Dinge so völlig außer Acht lassen und sich auch nicht kümmern um die Dinge. Und manchmal fragt man sich völlig verzweifelt, warum stellen wir uns jetzt hier an die Front eigentlich und versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und versuchen, die Faktenlage zu erörtern. Wir behaupten ja nichts, sondern wir stellen immer nur die Risikofaktoren dar, wenn doch es nur ein ganz kleiner Teil ist, der sich dafür interessiert. Ich meine, gut, wir sind jetzt schon sind schon bei über 153.000 Abonnenten hier im Kanal. Das ist natürlich eine hohe Zahl, und hier sind die meisten nicht nur offen, sondern sehr, sehr interessiert. Das sehen wir an den Zuschriften. Aber was sind 153.000 im Vergleich zu
100 Millionen im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist natürlich erheblich zu wenig, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir feststellen, dass in unserer Zuhörerschaft auch viele hohe Systemspieler sind. Das sehe ich immer wieder so an Anfragen, die ich habe. Professoren von großen Universitäten, irgendwelche Personen im öffentlichen Dienst verbeamtet, die relativ verzweifelt sind und sagen, wir müssen etwas tun, das kann so nicht weitergehen. Denn das ist der wichtige Punkt. Wir müssen ihnen die Hand reichen. Ich kenne zum Beispiel unglaublich viele Polizisten von einem sogenannten alten Schlag, die sich tatsächlich noch als Freund der Bürger gesehen haben und versucht haben, auch mit den Bürgern in einem freundschaftlichen Kontakt zu sein. Man merkt, wie diese Personen mittlerweile ausgemustert werden und immer schwieriger an die Seite gestellt werden und durch junge, karrieregeile Menschen, sag ich mal, ersetzt werden, die momentan vielleicht auch durch eine andere dogmatische Musterschulung durchgelaufen sind, durch Indoktrinierungen durchgelaufen sind. Das macht mir große Sorge. Das heißt, die Zeit läuft und man spürt, es läuft auf einen Punkt zu, auf einen Zenit, wo sich dann entscheidet, wie geht es wirklich weiter. Und das ist der Punkt, warum wir auch so motiviert sind, eben soweit es geht, hier Aufklärung zu betreiben und unsere Meinung kundzutun. Ja, wir können auf jeden Fall am Ende der Geschichte sagen, wir haben alles versucht. Das dürfen wir wirklich von uns behaupten und viele von euch auch. Dennoch, es bringt nichts, wenn ihr die Wahrheit hinter den Leuten herzutragen versucht, die davon eh nichts wissen wollen. Also lasst die Leute in Ruhe damit und nur wenn sie Fragen stellen, versucht eine Diskussion. Ja, sehr interessant ist jetzt aber, Andreas, wie über die US-Wahl in Russland berichtet wird. In den großen Medien, und zum Glück haben wir Thomas Röper, ein deutscher Journalist, der in St. Petersburg lebt und für uns ja immer wieder die Übersetzungen des Fernsehens macht. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so einen Kollegen da haben, denn Russland ist ja nun nicht irgendwie so klein Klecker, sondern das ist schon eine Größe im Weltgeschehen. Ja, und was berichten die denn? Was sagt denn Thomas Röper? Ja, und er sagt, im Gegensatz zu den deutschen Medien berichtet das russische Fernsehen über die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen. Und davon gab es viele und die werden da auch genannt. Auszählungen, heißt es, wurden unterbrochen, Computerprogramme in der Nacht vor der Wahl manipuliert, Tote haben ihre Stimme abgegeben und noch vieles mehr. Und da gibt es einen allwöchentlichen russischen Wochenrückblick, der heißt Nachrichten der Woche. Und da haben die US-Wahlen mit knapp 40 Minuten und 4 Beiträgen absolut dominiert. Und der Thomas hat das alles übersetzt und wir greifen ein paar Punkte raus. Also Einleitung des Moderators des russischen Fernsehens wörtlich. Biden wurde von Toten gewählt, Trump wurde der Mund verboten. Als Putin über die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen gesprochen hatte, sagte er, dass wir jede Entscheidung des amerikanischen Volkes akzeptieren werden. Das klang höflich, aber auch etwas distanziert, nach dem Motto, sollen sie selbst entscheiden, wir werden die Entscheidung des amerikanischen Volkes zur Kenntnis nehmen und weiterarbeiten. Aber was ist jetzt? Also nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, Wladimir Putin hat noch niemandem gratuliert und hat sich erstmal höflich zurückgehalten. Ja, weiter heißt es beim russischen Fernsehen, die Wahlen sind vorbei, aber der Kampf um die Macht in den Vereinigten Staaten geht weiter. Nun schreien alle etwas von Betrug, dass einer dem anderen etwas gestohlen hat, hier gelogen hat, dort betrogen hat, als wäre es kein Land, sondern ein Krähennest. Und auch noch eins mit einem gewissen kriminellen Flair. Sowohl Trump als auch Biden sprechen von ihrem Sieg. Es gibt noch keine endgültigen Zahlen, aber die Dynamik der Briefwahl fällt zu Bidens Gunsten aus. Also es wird jetzt hier alles nochmal erklärt, wie das mit den Stimmen war und so weiter. Am Wahltag, dem 3. November, gewann Trump in 48 Bundesstaaten. Das berichtete zumindest Fox. Und Trump hatte einen sehr anständigen Vorsprung. Überall war es so, außer in New York und Kalifornien. Das sind ja demokratisch regierte Staaten auch. Daher schien es, als wäre alles klar, weshalb Trump verkündete, er sei nicht mehr einzuholen. Nun ist das Bild so, dass Biden in den entscheidenden Staaten am Ende bei der Auszählung führt. Trump fehlen nur wenige tausend Stimmen. Die Abstimmung per Post
erlaubt Betrug. Zum Beispiel haben die toten Seelen unter Bidens Anhängern verständlicherweise alle per Post abgestimmt. Insgesamt wird die Zahl der bei der Abstimmung gefundenen toten Wähler auf 2 Millionen geschätzt. 1,8 Millionen stellt die amerikanische konservative Organisation Judicial Watch klar und nennt Beispiele für Bezirke, in denen es mehr Namen auf den Wählerlisten gibt als lebendige Wähler, also lebendige Bürger. Und dann werden hier die eklatantesten Beispiele genannt. In Alabama in Lawnt County 130% Überschuss, in Alaska im Durchschnitt 111%, Bryan County in Georgia 118% und so weiter. Also die auferstandenen Wähler nennt Judicial Watch Geister, erklärt das russische Fernsehen. Und hier heißt es weiter, eigentlich ist das ganze US-Wahlsystem selbst wie ein Geist. Es ist so archaisch, so vorsintflutlich, dass man es kaum demokratisch nennen mag. Und so weiter. Und dann heißt es hier noch eine lustige Wendung. Was hat man uns alles über die Unzulässigkeit von Einmischungen in die amerikanischen Wahlen erzählt, damit Russland die amerikanische Demokratie nicht untergräbt? Verzeihung, auch ohne ausländische Einmischung sind die Wahlen in den USA so schlampig gelaufen und es gibt in Amerika so viele, die das Ergebnis selbst verdrehen wollen, dass man in all dem Chaos die Hoffnung auf eine ehrliche Berücksichtigung des Wählerwillens verloren hat. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir mal irgendwann auf die russischen Medien zurückgreifen müssen, um tatsächlich nochmal Informationen journalistisch aufgearbeitet zu erhalten. Also ich bin dem Thomas Röper wirklich sehr dankbar, der ja eine große Brückenfunktion darstellt. Brückenfunktion deshalb, weil er nicht einfach nur unkritisch die russischen Medien wiedergibt, sondern auch kommentiert, aber er eben halt aus dieser westlichen Wertegemeinschaft, die wir hier nun darstellen wollen, eben kommt. Und aus diesem Grunde beide Dinge eben gut beurteilen kann. Er lebt ja in St. Petersburg, er spricht perfekt Russisch, übersetzt das im Prinzip simultan, er kann das alles. Das ist also eine ganz großartige Entwicklung und wichtig ist, dass wir lernen, auch diese russischen Medien immer wieder mal versuchen zu konsumieren, denn Russland steht ja doch schon ziemlich isoliert da. Wenn wir sehen, dass Biden tatsächlich in Verbindung mit der russischen kommunistischen Partei steht und sich dann tatsächlich bei mir eine Frage stellt, ob tatsächlich sogar eine Mikrobe wie das Coronavirus entwickelt werden musste, zumindest theoretisch, damit man etwas hatte, um Donald Trump wegzubekommen. Das ist natürlich jetzt eine sehr gewagte Hypothese. Aber wir wissen, dass das europäische, die EU und die europäischen Länder sich mehr oder weniger auf die Seite der USA schlagen. Also das heißt, Biden affin arbeiten, und zwar zum Deep State und damit auch zur kommunistischen Partei. Dann steht natürlich irgendwann Russland in einer Zange. Das heißt, es befindet sich zwischen zwei großen Weltstrukturen, die eventuell ein kommunistisches System einführen wollen, wie wir es schon mal gesehen haben. Und ich möchte das ehrlich gesagt nicht, die totale Kontrolle, wie sie in China ist. Es sind ja nicht nur, es ist ja nicht die Chinesen, sondern es ist eben halt eine chinesische Dogmatik, die dahinter steht. Die chinesischen Menschen werden ja genauso ausgebeutet. Und je mehr wir Informationen haben von objektiver Form, desto mehr können die Menschen auch anfangen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Denn die Machtstrukturen befinden sich ja wirklich aus einer Handvoll Menschen, die Milliarden von Menschen steuern. Ja, ich möchte einen letzten Absatz aus diesem russischen Bericht vorlesen. Da heißt es, Trump spricht zu Recht von schmutzigen Techniken und Betrug. Das gilt auch für die sozialen Medien. Wenn Trumps Äußerungen auf Twitter als unwahre Botschaften gekennzeichnet und natürlich auch gesperrt werden. Ebenso wie die offensichtlich parteiische Mehrheit der amerikanischen Medien, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten in einer CNBC-Sendung einfach mit diesem Kommentar von Moderator Smith Shepard ausgeschaltet wird. Wörtlich, wir unterbrechen die Übertragung, weil das, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, zum größten Teil eine Lüge ist. Wörtliches Zitat. Und genauso haben auch andere Kanäle, nämlich MSNBC, ABC, CBS und NBC, die Übertragung von Trump
unterbrochen. So wurde also Trump der Mund verboten, als er über die zugunsten von Joe Biden gefälschten Umfragen gesprochen hat, die das gesamte Präsidentschaftsrennen begleitet haben. Und jetzt kommt ein Kommentar. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, Andreas. Und so langsam macht sich sowas auch breit in einem. Eigentlich ist es ein Zeichen für Farbrevolutionen, wenn im Kampf um die Macht Institutionen zerstört werden, sagt das russische Fernsehen. Journalismus ist eine öffentliche Institution. Die gegenwärtige Voreingenommenheit des amerikanischen Journalismus ist ein Zeichen seiner Zerstörung. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist eine staatliche Institution. Ihn mit beleidigenden Kommentaren aus der Sendung zu schmeißen, ist die Zerstörung dieser staatlichen Institution. Wahlen sind auch eine Institution. Da die US-Wahl kein richtiges Ergebnis hat und es keine Hoffnung gibt, eins zu bekommen, ist auch die Institution der Wahlen zerstört worden. Amerika hat lange den Oberlehrer gespielt. Nun hat der Lehrer in seiner eigenen Schule randaliert und Scheiben eingeschlagen. Das alles hat er selbst und sehr laut und pathetisch getan. Was den Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen betrifft, so sind die unbestrittenen Gewinner Unternehmen, die Sperrholz produzieren. Und das ist ein Seitenhieb auf die Bilder, die seit Monaten die Straßen vieler großer US-Städte beherrschen, weil Ladenbesitzer ihre Schaufenster mit Sperrholzplatten vor den Randalierern der Black Lives Matter zu schützen versuchen. Ja. Und enttäuschend bei der ganzen Geschichte, die wir hier lesen und hören, ist, dass es immer noch viel zu wenig Journalisten gibt, die aufstehen und sagen, stopp, ich mache jetzt nicht mehr mit. Es gibt einige und die werden geächtet und sind dann Beispiele für die anderen, tatsächlich irgendwie das Ganze durchzustehen. Das heißt, hier werden Pflichten ausgeübt ohne Überzeugung. Das verursacht in der Empfindung ganz starke Verwerfungen. Das heißt, diese Journalisten, die dort arbeiten, in diesen Strukturen und diese Dinge eben machen müssen oder vermeintlich machen müssen, leiden natürlich in ihrem Inneren durch ihr vermeintliches Pflichtbewusstsein, was eigentlich mehr dem Verkauf einer Seele gleichkommt. Und ich wundere mich darüber, dass man nicht anfängt, tatsächlich jetzt aus Sicht der Medien eine neue Medienlandschaft in Gang zu bringen, nämlich die tatsächlich wieder dem Volk und den Menschen dient, wie es früher mal der Fall war. Stattdessen sind sie wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Man merkt, dass die Nerven blank sind. Und wenn eine journalistische Institution einen Präsidenten der Vereinigten Staaten abschaltet und sagt, das war eine Lüge, dann merkt man, dass die Nerven nicht nur blank sind, sondern dass sie regelrecht durchdrehen. Denn auch die Lüge muss die Presse ertragen können. Der Präsident darf auch eine große Lüge verbreiten. Man muss dann im Nachhinein sagen, okay, und jetzt werden wir diese gesamte Dinge journalistisch aufarbeiten und ihm dann diese Lügen widerlegen. Die Möglichkeiten sind journalistisch einwandfrei geregelt. Aber die journalistischen Grundstandards kommen nicht zum Zuge. Das ist ein wirklich erbärmliches Verhalten. Ja, die Durchschnittsmedien in Deutschland wie in Amerika. Die Russen haben es gut beschrieben, indem sie sagen, es ist die Zerstörung dieser Institution. Wir sprechen schon lange davon, dass die Durchschnittsmedien sozusagen ihrem Ende entgegengehen, weil es hat ja nichts mehr mit Berichterstattung zu tun, schon gar nicht mit sachlich oder Objektivität. Das ist in Deutschland so, das ist in vielen anderen europäischen Ländern so und das ist natürlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika so. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt in Russland besser ist. Da gibt es mit Sicherheit auch vieles zu bemängeln und zu kritisieren. Aber wir sind jetzt hier in Amerika und das, was die westlichen Medien seit Jahren versuchen, Russland zu unterstellen, dem russischen Präsidenten zu unterstellen, nämlich Wahleinmischung und so weiter, das hat sich als falsch herausgestellt. Und das hat sich auch herausgestellt als Fälschung. Und da sind auch Menschen fälschlicherweise und irrtümlicherweise verklagt worden, festgenommen worden, zum Teil ins Gefängnis gekommen, die jetzt alle von Herrn Trump wieder herausgelassen wurden. Ja, und die Kritik an dem Wahlsystem Amerikas, die ist nicht gesund, weil
Estland beispielsweise, was ja auch seit 2011 zur EU gehört, da haben sich der Innenminister und auch der Finanzminister geäußert und haben Kritik geäußert an der Rechtmäßigkeit der US-Präsidentschaftswahl. Zum Beispiel hatten beide in einer Fernsehsendung, in einer Radiosendung in Estland gesagt, also der estnische Innenminister, meiner Meinung nach steht außer Frage, dass diese Wahlen manipuliert wurden, sagte Martin Helme. Das war der Finanzminister, so. Und Chef, der wird hier als rechtspopulistisch bezeichnet, der estnischen konservativen Volkspartei. Sein Vater, Innenminister Mart Helme, sagte, dass Joe Biden vom sogenannten Deep State zum Präsidenten gewählt wurde, einem angeblich geheimen Netzwerk von Bürokraten, Geheimdienstmitarbeitern und Militärs. Helme bezeichnete Joe Biden und dessen Sohn Hunter als korrupte Charaktere. Ja, und Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid hat das verurteilt und hat gesagt, und angekündigt, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, um das Thema zu erörtern. Das war heute Morgen. Und eben gerade kam die Meldung, dass Estlands Innenminister Mart Helme nach dem Wirbel über seine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der US-Wahl seinen Rücktritt angekündigt hat. Ja, also man merkt, dass die Infiltrationen der Machtstrukturen tatsächlich global bereit sind und dass man selbst in diese Übergangsstaaten, und Estland ist ja ein Übergangsstaat, der ja eigentlich noch vor wenigen Jahren eher in die Russische Föderation gehörte und dann neutral war und jetzt eben halt übernommen wird von der westlichen Wertegemeinschaft. Wir sehen, dass diese krakenartige Weltmachttendenzen immer deutlicher werden. Und aus diesem Grunde darf man einen Donald Trump auf gar keinen Fall zulassen, denn er hat nämlich eines gesagt, er wird den Sumpf trockenlegen. Und wenn er den Sumpf trockenlegen will, dann bedeutet das, dass er die ganzen, ich sage mal, führenden Persönlichkeiten der vergangenen Jahre und die heute noch zu großen Teilen an der Macht sind, tatsächlich einfach nur einer ordentlichen Gerichtsbarkeit zuführt. Er wollte sie nicht in irgendeiner Form inhaftieren, sondern er wollte sie einer ordentlichen Gerichtsbarkeit zuführen. Und dann hätten natürlich viele Dinge jetzt auffliegen können und die will man vermeiden. Man hat offenbar eine panische Angst und Hemdflattern oder Fracksausen, dass beispielsweise eine solche Sumpftrockenlegung zu diesen dramatischen Verwerfungen führt. Könnte es sein, dass dann ein Großteil aller unserer bekannten Persönlichkeiten, die gehypt werden, dann hinter Gittern müssten, weil da plötzlich Dinge auftauchen, die überhaupt keiner erahnt? Das ist doch mal eine interessante Frage. Stellte der Verschwörungstheoretiker Andreas Popp in unserer Sendung Stabil durch den Wandel. Ja, Andreas, und auch Erzbischof Vigano hat sich wieder zu Wort gemeldet. Der hatte ja neulich schon Trump unterstützt und hat alle Amerikaner und alle Menschen auf der Erde aufgefordert zu beten. Und er sagt zur US-Wahl, die Kinder der Finsternis greifen nach der Macht. Und ich werde da heute Nachmittag, also für uns Nachmittag, für euch Abend, im Abendgebet ein bisschen näher drauf eingehen, weil uns jetzt die Zeit dafür fehlt. Aber er sagt auf jeden Fall, er war ja, ist ja ehemaliger Vatikanbotschafter in den USA gewesen und er spricht vom kolossalsten Wahlbetrug der Geschichte und wendet sich in einem offenen Brief mit der Bitte zum Gebet an alle, die die Herrschaft Gottes anerkennen. Und er schreibt von beschämenden Versuchen der Massenmedien, die Wahrheit der Fakten zu zensieren und über einen seit Monaten anhaltenden Strom von manipulierten oder zensierten Informationen und wörtlich von Verbrechen, die angesichts auffälliger Beweise und unwiderlegbarer Zeugenaussagen zum Schweigen gebracht oder vertuscht wurden. Ziel des Ganzen sei, die Niederlage von US-Präsident Trump sicherzustellen, des Mannes, der sich der Errichtung der neuen Weltordnung energisch widersetzt habe. Ja, also das sind schon wirklich Ereignisse und Entwicklungen, die sind ja bemerkenswert. Aber man spürt es halt auch in diesen unruhigen Zeiten, dass vieles auch feinstofflich sich auftürmt an auch dunklen Energien. Viele merken das, indem sie manchmal so Anflüge haben von Depressionen. Aber auch darüber sprechen wir immer wieder. Jeder muss jetzt versuchen, in seiner Mitte, in seiner
Zentriertheit, in der Balance zu bleiben, indem er rausgeht, indem er in der Natur tief durchatmet, indem er sich mit dem Himmel verbindet und tatsächlich betet, betet für Gerechtigkeit und Licht. Ja, und während wir kommen wieder zur Politik zurück, Wladimir Putin noch überhaupt niemandem gratuliert in den USA, hat die deutsche Bundeskanzlerin dies schon getan und hat gleich zwei Leuten gratuliert, nämlich Joe Biden zum Sieg. Und da sagte sie, er bringe jahrzehntelange Erfahrung in der Innen- und Außenpolitik mit. Wörtlich, er kennt Deutschland und Europa gut, sagte Frau Merkel heute im Kanzleramt. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm. Und sie gratulierte auch Kamala Harris, der designierten Vizepräsidentin der USA, die es vielleicht demnächst gleich werden könnte, wenn Joe Biden das Erbe antritt, weil auch hier gibt es schon viele Spekulationen, dass man dann selber erkennt, dass er ja leider dann doch nicht mehr so ganz auf dem Posten ist geistig und vielleicht auch noch ein paar Betrugsvorwürfe und in Verbindung mit Hunter Biden, seinem Sohn, einige Vorwürfe dann doch publik gemacht werden könnten, damit man diese Frau an die Spitze schiebt. Und Frau Merkel sagt, als erste Frau in diesem Amt und Kind zweier Einwanderer sei Kamala Harris für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas. Sie freue sich darauf, Kamala Harris kennenzulernen. Ja, Andreas, was Abschließendes zu Amerika? Also irgendwie nicht. Also es ist alles so gebürstet in eine Richtung und das kennen wir von dem Begriff La Fascia. Ja, und du bist also wirklich jetzt fast lustlos, wie ich dich hier sehe. Ja, es nervt natürlich auch alles, aber ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende und vor allem ist die Geschichte dieser Erde noch nicht zu Ende geschrieben. Also wir werden noch einiges erleben. Wir gehen nach Deutschland und da gibt es also mehrere Meldungen zum Thema Mikrobe, zum Thema Impfstoff und zum Thema Impfen. Also Frau Merkel hat auf einer Pressekonferenz gesagt, niemand wird zur Impfung gezwungen. Und sie sagte, auch Vertreter aus der Bundesregierung und aus der Wissenschaft, die heute zusammengekommen waren. Man geht davon aus, dass bald erste Impfstoffe gegen Covid-19 zur Verfügung stehen würden. Anfangs können wir nicht alle mit einem Impfstoff versorgen und dann wird aber festgelegt, welche Personengruppen bevorzugt werden. Also mir erscheint es jetzt so, dass ihr der Impfstoff zu einem Artikel öffentlich erklärt wird, Andreas, den es zu ergattern als größtes Ziel gilt. Ja, das ist der erste Schritt der Propaganda natürlich, weil man will natürlich propagieren, dass es ganz wichtig ist, sich behandeln zu lassen, auch wenn man gar nicht krank ist. Das heißt, sich mit irgendeiner Chemie infizieren zu lassen, obwohl man überhaupt keine Beschwerden hat. Und früher gab es ja noch Gesunde, heute gibt es den Begriff Gesunde gar nicht mehr, sondern es heißt symptomfreie Kranke. Das heißt, es ist ja eine neue Begrifflichkeit, wie mit den Masken, das sind Alltagsmasken. Wir sind ja mit neuen Begrifflichkeiten hier konfrontiert, die unglaublich sind. Was sehr spannend ist, ist natürlich, man will versuchen, die Menschen mit diesem Begriff der Impfung tatsächlich erst einmal einzusalben. Und die Tatsache, dass man davon spricht, dass ein Impfstoff überhaupt da sein soll, das heißt, dass jeder weiß mittlerweile, dass es 10 Jahre dauert, bis ein Impfstoff tatsächlich geprüft ist, dass auch Nebenwirkungen ausgeschlossen werden können und das auch nur weitgehend. Und wir wissen natürlich auch aus der Vergangenheit, vor 10 Jahren hat der Fokus darüber berichtet, im Rahmen der Schweinegrippe H1N1, dass es 2 Impfstoffe gab. Es gab einen Impfstoff ohne Impfverstärker. Diese Impfstoffverstärker haben massive Nebenwirkungen auf die Menschen. Damit wird eben nicht nur, da wird nicht die Impfwirkung erhöht, sondern die, ich sage mal, Nebenwirkungen werden damit erhöht. Das müsste man weiter ausführen, das wird jetzt zu weit gehen. Das heißt, es gibt also, ich sage mal, hochwertigen und minderwertigen Impfstoff. Das muss man einfach mal so sehen. Ich darf das ja als mit meiner Meinung hier tätige. Und man hat dann für die führenden Personen der Politik oder führenden Personen bei bestimmten Berufsgruppen, zum Beispiel der Armee, den hochwertigen Impfstoff genommen. Also
die Soldaten bekamen einen anderen Impfstoff als die Bürger oder sollten ihn dann bekommen. Das war die Aussage. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es auch hier wieder zwei verschiedene Impfstoffe geben könnte. Davon abgesehen, Impfstoffe, die noch nicht einmal einer 10-jährigen Entwicklung unterlegen haben und damit äußerst kritisch sind und das auf der Basis eines Virus, welches mit einem Test dargestellt wird, welcher nicht zugelassen ist und nachweislich die gesamten Fehlbeurteilungen hat. Also es ist wirklich Schildbürger. Entschuldigung. Ja, es wird ja eine gewisse Begehrlichkeit jetzt offenbar hergestellt von Politik und Medien, denn hier ist Redaktionsnetzwerk Deutschland fasst zusammen, ausreichend Impfdosen für alle Impfwilligen gibt es zu Beginn nicht. Wer soll als erstes bevorzugt behandelt werden? Wissenschaftliche Regierungsberater, die bekommen dann wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast. Also ich sag wahrscheinlich, wenn das stimmt, was du sagst, Andreas, dass es da einen anderen Impfstoff jetzt auch gibt bei der Mikrobe. Also geben könnte. Geben könnte, genau. Ja, geben könnte. Wissenschaftliche Regierungsberater haben Vorranggruppen bei der Priorisierung eines Impfstoffs gegen Covid-19 definiert. Demnach haben Personal aus dem Gesundheitswesen und Menschen aus Risikogruppen, dazu gehören wir dann auch, weil das geht irgendwie bei 60 los, zuerst Anspruch auf eine Impfung. Die Bundesregierung geht davon aus, dass bei erfolgreich abgeschlossener Phase 3-Studie Ende 2020 bzw. Anfang 2021 ein Impfstoffkandidat zugelassen wird und damit auch die Impfkampagne starten kann. Und wie durch einen Zufall gibt es heute auch eine aktuelle Meldung dazu, nämlich eine deutsche Firma hat nun gerade auch parallel dazu heute eine Zulassung eines Impfstoffs gegen die Mikrobe beantragt, der angeblich zu 90% wirksam sein soll, meldet T-Online. Und zwar BioNTech und Pfizer sollen einen großen Schritt weiter in der Entwicklung eines Impfstoffs sein. Sie wollen jetzt die Zulassung beantragen, so rum, und teilen einen großen Erfolg mit. Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Wie das Pharmaunternehmen BioNTech heute mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Weiter hieß es, BioNTech und der Pharma-Riese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Ja, und hier heißt es auch in einer Meldung, die Parameter für die ethischen Rahmenbedingungen, wer jetzt als erster Impfstoffe bekommt, seien Selbstbestimmung, Freiwilligkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die Kriterien haben der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert-Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission in einem Positionspapier erarbeitet und bei einer Pressekonferenz heute vorgestellt. Impfungen seien oder setzten auf eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung, erklärten die Wissenschaftsorganisationen. Eine undifferenzierte Impfpflicht sei deshalb auszuschließen. Allenfalls beim Vorliegen schwerwiegender Gründe lasse sich für eine klar definierte Gruppe von Menschen eine Impfpflicht rechtfertigen, etwa für Mitarbeiter in ständigem Kontakt mit Hochrisikopatienten. Pünktchen, Pünktchen. Ja, das Spannende ist ja, dass es ja vor nicht allzu langer Zeit offenbar eine große Abkommensdiskussion gab. Ich bin jetzt nicht genau auf dem Laufenden, weil ich jetzt diesen Bericht nicht kannte, den du jetzt hier durcharbeitest, dass man wohl vereinbart haben soll, ich will das mal so sagen, dass die entsprechenden Unternehmen wie Pfizer und BioNTech bei Nebenwirkungen nicht verantwortlich sind mit ihrem Unternehmen und damit einen Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung haben. Und diese Haftung für beispielsweise schwere Nebenschäden oder Folgewirkungen, die in irgendeiner Form auftreten, dem Steuerzahler aufgebürdet werden. Auch das wäre vielleicht nochmal ganz interessant bei der ganzen Geschichte. Aber es werden hier natürlich schon im Vorfelde bestimmte Strukturen aufgebaut, von wegen, wer will jetzt als erstes und wer darf als erstes
Und mich würde nicht wundern, wenn man die Menschen so weich kocht, dass wir irgendwann eine Impfquote haben von 120%, weil einige Leute sich zweimal anstellen und lassen sich impfen und glauben dabei, sie haben noch einen richtigen Vorteil dadurch. Es ist schon wirklich kaum zu fassen, weil keine Kritik mitschwingt. Ja, und gleichzeitig wird ja das Infektionsschutzgesetz erweitert. Da ist jetzt in erster Beratung schon darüber diskutiert worden im Bundestag. Und es geht jetzt weiter. Und laut Peter Böhringer, dem AfD-Politiker, soll das in Anführung Ermächtigungsgesetz voraussichtlich am 18. November 2020 verabschiedet werden, wenn es keine Änderungen gibt. Das heißt, das ist in genau 9 Tagen. Und das neue das erweiterte Infektionsschutzgesetz, wir hatten neulich schon drüber gesprochen, Paragraph 28a, das ist der Erweiterungsparagraph, da geht es natürlich um eine weitere erhebliche Einschränkung der Freiheits-, Meinungs- und Grundrechte. Ja, und allein aufgrund der Tatsache, dass Peter Böhringer, der übrigens ein hervorragender Wirtschaftsexperte ist, unter dem Label AfD firmiert, verursacht er natürlich bei Rot-Links-Grünen Pickel, wenn sie alleine nur diese Buchstabenkombination AfD mithören. Und in dem Moment, wenn dieser Begriff auftaucht, dann wird ja überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Aussagen, Zusammenhänge, Logiken und sachverständige Strukturen überhaupt geachtet, sondern es wird pauschal weggebügelt, weil wir natürlich hier mit einer charakterlichen Besonderheit mittlerweile und auch mit einem Fähigkeitspotenzial ausgestattet sind, dass mir manchmal einfach nur noch die Worte fehlen bei dem, was hier abläuft. Und so kann es sein, dass die tatsächlich durch die Ermächtigung an die Macht gekommenen, im Moment, das ist eine Ermächtigung, und das unter Zuhilfenahme von Strukturen wie RKI oder Leopoldina, und man mag da wirklich mal reingucken in Wikipedia, welche Funktionen sie auch im Dritten Reich ausgeführt haben. Ich möchte das mal ganz deutlich machen. Damals war RKI eben halt dem Reichsgesundheitsamt angeordnet, heute dem Bundesgesundheitsamt, und da wird einem schon übel, wenn man das teilweise hört. Entschuldigung bitte, es muss ich einfach mal loswerden, weil diese Dinge nicht ein Hauch hinterfragt werden, und das, was ich hier sage, ist nichts Verschwörungstheoretisches, sondern das finden wir auf Wikipedia und das steht offiziell in den Geschichtsbüchern. Man muss nur mal reingucken. Ja, das geht natürlich auch, dieser Ruf geht auch an, ich mag sie gar nicht mehr Kollegen nennen in den unterdurchschnittlichen Medien, sondern es hieß ja früher Qualitätsjournalisten, das kann man nur in Anführungen noch setzen, weil genau diese Dinge sind es natürlich, Andreas, die hinterfragt werden müssen. Wir sind einfach in einer Endphase eines völlig fertigen Systems. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schade, dass das System vor unseren Augen zusammenbricht. Wir werden das alles hier noch erleben. Ja, es muss, sagst du gerade, und hast auch recht. So, und wir hatten vor wenigen Tagen hatten wir darüber gesprochen, dass in Düsseldorf eine ganz erhebliche Maskenpflicht geherrscht hatte auf den Straßen. Die wurde erlassen letzte Woche. Und das Verwaltungsgericht hat heute entschieden, diese neue Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das gilt aber nur für den Bürger, der den Eilantrag gestellt hat, meldet die Tagesschau. Alle anderen Bürger müssen demnach weiter Maske tragen. Nach Ansicht des Gerichts ist der Beschluss der Stadt nicht detailliert genug. Da heißt es zum Beispiel, die Maskenpflicht gelte überall, wo ein Abstand von 5 Metern, nicht eingehalten werden könne. Laut Gericht geht das aber deutlich über die Vorgaben der Schutzverordnung der Mikrobe hinaus, die einen wissenschaftlich belegten Abstand von 1,5 Metern vorsieht. Bei dem Bürger, über dessen Eilantrag heute entschieden wurde, handelt es sich um einen Rentner aus Düsseldorf-Eller. Sein Anwalt sagte der dpa, sein Mandant würde notfalls auch gegen eine nachgebesserte Regelung vorgehen. Er gehe davon aus, dass die Stadt nun reagiere. Tja, ich habe gerade den Adler hier beobachtet, während du mir die Zahlen von 5 Meter und 1,50 Meter genannt hattest, der hier gerade direkt vor unseren Augen kreist. Das war wirklich relativ entspannend gegenüber dem, was ich mir gerade wieder anhören musste. Es ist ja Selbsthang. Ich habe natürlich zugehört, aber wir sehen eben halt, wo wir uns bewegen. Das heißt, die Maske wird für diesen Herrn, der dort die Klage eingereicht hat oder der eben halt rechtlich vorgegangen ist, so ist es korrekter, wird dann eben halt für ihn als gültig erklärt, aber für die anderen eben halt nicht. Was ist das für eine juristische Logik, die dahinter steht? Das frage ich mich. Also es ist schon wirklich, ja, interessant.
Ja, und was du hast gerade so einen legendären Satz gesagt, und das werden wir alles erleben. Die Maske fällt. Die Maske wird fallen. Und zwar sowohl bei den Bürgern wieder zur Erleichterung der Atemtechnik, als auch bei denen, die versuchen, hier diese Riesenmauer an Vertuschung und so weiter aufzubauen. Und letzte Meldung für heute, wir sind nämlich schon wieder weit über eine Stunde, das hatten wir eigentlich heute gar nicht vor, Andreas. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung hat zu den Alltagsmasken Stellung bezogen. Und da gibt es nämlich eine Frage der Haftung der Arbeitgeber, die nämlich Masken anordnen, und die ist relativ interessant. Ja, das ist interessant, dass die gesetzliche Unfallversicherung hier Stellung bezogen hat in einem kleinen Video, das du eingestellt hast oder einstellen wirst. Ist es schon drin? War drin, da wird drauf Bezug genommen, sehr interessant. Es gibt ja die Berufsgenossenschaft und das ist ja so ein bisschen mein Thema. Da gibt es die BGR 199. BGR steht für Berufsgenossenschaftsregeln. Und da steht unter anderem drin, wie eine Maske für bestimmte Berufsgruppen zu tragen ist. Es gibt ja eben halt bestimmte Berufsgruppen, die bestimmten gefährlichen Situationen ausgesetzt sind, was die Atemluft anbelangt. Und da gibt es verschiedene Arten von Halbmasken, Vollmasken, belüftete Masken und so weiter und so fort. Was entscheidend ist, bei der ganz normalen Maske ist es so, dass es Vorgaben gibt. Und die Vorgaben sind, dass man maximal eine Maske 2 Stunden lang tragen darf, weil sie sonst eben halt gesundheitsgefährlich ist, nachweislich. Vorher übrigens auch schon, aber das ist eben halt das Maximum, was man dem Körper zutrauen darf. Und das müssen natürlich auch gesunde Personen sein, die sie tragen. Und dann muss man mindestens eine halbe Stunde diese Maske abnehmen, um einmal richtig durchzuatmen. Und das darf man maximal solche Phasen 3-mal am Tag, also maximal 3-mal 2 Stunden darf man die Maske tragen. Alles andere gilt als gefährlich und es ist verboten. Und es gibt dann Berufsgruppen, die man zum Beispiel mit relativ viel Bewegung in Verbindung bringt, also anstrengende Berufe, körperlich anstrengende Berufe, da werden die Maskenzeiten von 2 Stunden sogar noch mal massiv reduziert. Und was hier ganz wichtig ist, dass der Arbeitgeber tatsächlich verantwortlich ist, dass diese Dinge eingehalten werden. Interessanterweise hat eine Senatorin aus Hamburg dazu gesagt, das ist uns ziemlich egal, für uns gilt das jetzt eben halt anders, so wie das die Bundeskanzlerin genannt hat. Und das ist natürlich wirklich atemberaubend. Interessant ist, dass bei dieser Aussage der Berufsgenossenschaft oder der gesetzlichen Unfallversicherung, die das vertritt als Institution, dass diese gesetzliche Unfallversicherung das nochmal deutlich hervorgestellt hat, dass der Arbeitgeber oder eben halt auch diejenigen, die über andere Menschen verfügen, also weisungsberechtigt sind, dass die in der persönlichen Haftung sind. Das bedeutet, nicht die Behörde, für die sie arbeiten, ist haftbar, sondern sie selbst als Person. Also der Schuldirektor oder die Lehrer, die in ihren Klassen anordnen, diese Dinge, eben halt, die außerhalb dieser Vorgaben der Berufsgenossenschaft eben stattfinden, nämlich längere Zeiten die Masken zu tragen, sind bei entsprechenden Schäden persönlich haftbar zu machen. Sehr interessant. Es könnte für viele Direktoren von Schulen wirklich sehr eng werden, wenn irgendwann herauskommt, dass Krankheiten oder irgendwelche anderen Schäden wie Anfälligkeiten für neue Krankheiten und so weiter stattfinden, dass sie dann persönlich juristisch belangt werden können. Wahrscheinlich wissen das die wenigsten. Ich höre es auch zum ersten Mal von dir jetzt in dieser Ausführung. Und es gab schon Schäden. Also es sind schon Kinder auch zusammengebrochen. Es gibt auch Berichte von Todesfällen. Deswegen, die kann ich nicht bestätigen, weil ich nicht wirkliche Bestätigung dafür habe. Doch es gab mal ein Video einer Mutter, die das berichtet hat. Ja, also auf jeden Fall, ihr Lieben, diese Entwicklungen sind hochinteressant. Wir befinden uns wirklich in den allerbewegtesten Zeiten, die die Welt je gesehen hat. Und das ist symptomatisch für die Zeit, die das jüngste Gericht eben ausmacht. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch heute viel Kraft. Wir werden uns heute eine kleine Auszeit gönnen, aber natürlich melde ich mich am Abend mit dem Gebet. Schön, dass es euch gibt und alles, alles Liebe. Und bitte nicht verzweifeln. Es gibt keinen Grund dazu. Das, was hier gerade zusammenbricht, ist der große Baum mit viel Lärm. Aber der Wald, der ganz leise wächst, also wir sind nach wie vor aktiv und man wird auf uns bauen können. Alles Liebe in diesem Sinne. Ciao, ciao. Ja, ciao und alles Liebe. Und du hast gerade noch etwas gesagt, dem möchte ich noch etwas anfügen. Es ist tatsächlich so, dass diese Gemeinschaft, die wir hier haben, auch wenn wir uns alle gar nicht persönlich kennen,
Sinn, aber es ist eine geistige Gemeinschaft. Und wir denken und forschen in dieselbe Richtung, und zwar nach oben hinzu. Und das ist die wichtigste Richtung heute. Und in dem Sinne freue ich mich über die Gemeinschaft heute ganz besonders. Danke.